Mutanten und Mutanteretten, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Flashback Rap Mag. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit den zahlreichen kreativen Strategien, die unsere Lieblingsmusiker entwickelt haben, um jetzt durch die Corona-Krise zu kommen. Und Nicki Minaj ist jetzt offiziell die Königin des Rap, zumindest in einem Aspekt. Warum? Kannst du in dieser Sendung erfahren. Die Corona-Krise lässt uns einfach nicht los und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass der Wahnsinn schnell zu Ende sein wird. Grund genug also, dass auch die wegen dem Ausfallen zahlreicher Live-Shows schwer getroffene Rap-Szene nun mit kreativen Lösungen auf die Krise reagiert. So verlagern immer mehr Musiker ihre Live-Shows und Fan-Meetings ins Internet. Dazu gehört beispielsweise Erykah Badu, die am vergangenen Wochenende ein ganzes Konzert aus ihrem Schlafzimmer auf Instagram streamt. Über die Songauswahl durfte das Publikum bestimmen, der Eintritt kostete nur $1. Eric, the Architect von den Flatbush Zombies, streamte auf YouTube am vergangenen Freitag über eine Stunde aus seinem Studio und produzierte dabei Live-Beats, kiffte und hörte Platten. Eines steht in jedem Fall fest, in diesen Tagen voller Einsperrung und sozialer Distanzierung entsteht gerade in den Luxushäusern der Rapper eine Menge aufregende Musik. Sollten wir das hier überstehen, und das werden wir, erwartet uns mit ziemlicher Sicherheit einiges, auf das wir uns richtig freuen können. Oh shit! Weil in diesen Zeiten nichts gewöhnlich ist, gibt es heute in der Hip-Hop-Show mal Tech-News, die uns wahrscheinlich alle betreffen. Um die wegen Homeoffices und Social Distancing stark belasteten Internetverbindungen Europas zu entlasten, wird Netflix seine Bitraten drastisch reduzieren, um so bis zu 25% weniger Traffic zu erzeugen. Auf Deutsch bedeutet das, dass die Bildqualität von Netflix-Inhalten verringert wird, dies aber nur von 4K und HD auf High Quality. Die Maßnahme gilt für ganz Europa und für die nächsten 30 Tage. Aber nicht nur Netflix wird Bitraten reduzieren, auch YouTube und Amazon Prime werden sich der Initiative anschließen. Nicki Minaj, um die es zuletzt ja etwas ruhiger geworden ist, ist seit der letzten Woche mit einem Privatvermögen von $100 Millionen die reichste Rapperin aller Zeiten. 11 Jahre im Game und 4 Alben braucht es, bis die Einwanderin aus Trinidad und Tobago ihr sagenhaftes Vermögen angehäuft hatte. Vielleicht war sie bestimmt für Großes. Immerhin ist ihr Nachname die Kurzform von Maharaja, dem Wort für Herrscher im indischen Sanskrit. Ihre Monados machte sie übrigens nicht nur mit Musik, so saß sie als Jurymitglied in der Casting-Show American Idol und schloss eine ganze Reihe opulenter Werbeverträge mit Marken wie Pepsi ab. Wer verrät sein Freund? Wer verrät sein Feind? Es ist wieder Tekashi-Zeit. Mutanten, ihr liebt Tekashi-News? Heute ist richtig was gebacken. Tekashi 69 ist ja noch nicht entlassen und sieht sich aber jetzt schon dem nächsten Prozess gegenüber. Glücklicherweise ist das jetzt nicht in einer strafrechtlichen Angelegenheit, sondern in der zivilrechtlichen. Also das heißt glücklicherweise aus seiner Sicht. Sein ehemaliger Sponsor, das Modelabel Fashion Nova, hat ihn in dieser Woche zur Zahlung von, Achtung, $2.25 Millionen verklagt. Eigentlich hatte Fashion Nova nämlich Tekashi für das Posten von Werbung auf dessen Social Media Accounts engagiert. Nachdem der aber im Knast landete, erfüllt er logischerweise auch nicht seinen Teil des Vertrages. Eigentlich hatte das Klamottenlabel dem Rapper nur $225.000 gezahlt, aber durch eine Million juristischer Kniffe versucht Fashion Nova nun, Tekashi das Zehnfache aus den Rippen zu leiern. Wer verrät sein Freund? Wer verrät sein Feind? Es ist wieder Tekashi-Zeit. Wait, there's more! Am Donnerstag reichte nämlich auch einer von Tekashis ehemaligen Freunden, Shane Hardy, Klage gegen den Rapper ein. Dies, weil Tekashi noch vor seiner Zeit im Knast zwei seiner Ex-Gang-Freunde dazu animiert hatte, seinen ehemaligen Kumpel, der mit Tekashis neuem Leben als Gangmember mehr so gar nicht einverstanden war, zu töten. Am 19. Januar 2018 wurde der Mordauftrag ausgeführt, den das Opfer Shane Hardy trotz Schüssen in den Hinterkopf und Nacken überlebte. Weil Hardy jetzt auf eine finanzielle Entschädigung hinklagt, handelt es sich somit um den zweiten größeren Zivilprozess, dem sich Tekashi 6ix9ine
jetzt gegenüber sieht. Wer verrät sein Freund? Wer verrät sein Feind? Es ist wieder Tekashi-Zeit. Weil Tekashis Shit-Train aber noch in dieser Woche in einer Menge anderen Bahnhöfen hält, gibt's jetzt noch einen weiteren Bericht über eine dritte Anklage gegen 6ix9ine. Diesmal Klage eingereicht wurde von einer unbekannten Frau, die im Jahre 2018 während eines Videoshootings ins Kreuzfeuer der eben beschriebenen Schießerei geraten war. Absurderweise war die Schießerei, wie sich zum Ende der Woche herausstellte, eine Vergeltung für die Entführung des Rappers, die erst eine Woche später stattfand. Naja, 150 Millionen Dollar verlangt die Dame jedenfalls von dem Rapper, die bei dem Angriff in den Fuß getroffen, aber auch am Rücken und an den Knien verletzt wurde. Lance Lazaro, der Rechtsanwalt des Regenbogen-Rappers, bestritt in einer schriftlichen Stellungnahme jegliche Verwicklung seines Mandanten in die Schießerei und bezichtigte stattdessen dessen Manager und Mitgangbanger Chadi Kifano Jordan, die Schießerei in Auftrag gegeben zu haben. Die unbekannte Frau habe Tekashi nur verklagt, um Geld kassieren zu können, so der Anwalt. Das war's schon wieder mit dem Flashback Rap Mag für diese Woche. Die gesamte Sendung könnt ihr jetzt nochmal als Podcast nachhören auf allen gängigen Streaming-Diensten. Außerdem könnt ihr alle Themen der Sendung nochmal nachlesen und das auf mutanttelevision.com. In meinen Two Cents der Woche muss ich mich natürlich leider wieder mit Corona beschäftigen, aber um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Diese ganze Sache, diese ganze Craziness da draußen überrollt mich genauso wie ein Panzer wie euch. Ich stehe mit offenem Mund vor dem Fernseher und ärgere mich manchmal über die Egoismus und Empathielosigkeit der Menschen. Mir fällt immer wieder auf, wie krass jetzt auf einmal die Gegensätze Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber stehen. Also, dass der Arbeitgeber auch bereit ist, seinen Arbeitnehmer noch nach da draußen zu schicken, obwohl es wirklich an Körperverletzung grenzt. Das sind alles Dinge, die ich gerade beobachte, aber das mit einem völlig sprachlosen Staunen. Der Kopf rast, es fühlt sich an, als würdest du in einem ICE sitzen und du weißt nicht, wohin der fährt und wann er ankommt. Und ich kann für mich nur sagen, und das ist das, was ich euch allen auch raten würde, passt jetzt gerade besonders auf euch auf und natürlich vor allen Dingen auch auf die, die ihr besonders liebt. Achtet aber nicht nur auf eure Leute, achtet auf die, die gerade besonders schwach sind, die eure Hilfe brauchen, auf die, die zu den Risikogruppen gehören, die besonders alt sind. Und auf die zu achten bedeutet nicht nur, für die vielleicht mal einkaufen zu gehen oder mal zu fragen, ob sie noch leben und ob es denen noch gut geht, sondern vor allen Dingen mit dem fucking Arsch zu Hause zu bleiben und nicht zu denken, das hier ist jetzt gerade Urlaub oder irgendwie eine schöne Freizeit oder sonst irgendwas. Nein, wir sind in einer ernstzunehmenden Krise und das müssen wir so ernst nehmen, wie es ist. Und Leute, ich hoffe einfach von Herzen, dass jeder von euch da gesund rausgeht und bleibt stark und lasst euch nicht verarschen von den ganzen Fake News und Verschwörungstheorien, die da draußen kursieren. Wenn wir alle die Nerven behalten und uns vernünftig verhalten, dann werden wir das irgendwie überstehen. Wir müssen einfach nur solidarisch sein und an uns alle glauben, dann kriegen wir das auch hin. Mein Name ist Johnny Mutante. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch und bis dahin wirklich ernst gemeint, Peace.